bringen? Ich sagte doch, ihr sollt gehen. Ja, okay. Bereit. So, das war einfach hier hoch. Bäh, Grütze. Ih, guck mal, die Grütze verfolgt mich sogar. Ja, die kommt zu mir. Bäh. Ekelhaft. Soll ich da mal runterspringen? Nein. Ach, ich kann ja eh nicht sterben. Das ist viel zu einfach. So. Und runter hier. So, guck mal, wie nämlich das verfolgt, das Glibber. Ekelhaft. So. So. Ich weiß gar nicht, was der hier mit meint. Mit dem E. Macht einen Mauerlauf zum... Ach so. So, wohin, Elena? Hierhin? Okay. Dann machen wir das mal. So. R drücken. R drücken. Weiter hoch. Was jetzt? Ah, okay. Ich glaube, das musste ich zwar gar nicht, aber... So. Mal schön auf die Uhr gucken, weil ich gleich noch wohin muss. Ja. Aber diese Tutorials nerven ja, also. Ich glaube, jeder weiß, wie man klettert. Oder springt. Naja, vielleicht gehen die irgendwann weg. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wenn, stelle ich die aus. Springen. Ich will versuchen, alle diese Leuchten... Ach, werdet ihr schon sehen, was ich meine. Klettern, weiter klettern. Runter oder hoch? Wir betreten die Zitadelle. Da ist das. Wenn die Verdammten zurückkehren, da oben. Wird der Jäger hier sein. Oh, der Jäger. Ich muss nur. Danke. Ich will weiter mit dir quatschen. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht alleine sind. Wenn wir das unsichtbare Gebiet erreichen, sind wir sicher. Könnt ihr den Jäger sehen? Um den können wir uns nicht kümmern. Wir müssen zur Spitze des Turms. Yay, Spitze des Turms. Ich hätte wieder aus der Schlucht klettern sollen. Ja. Ich bin dankbar. Wäre gut gewesen. Aber können wir bitte weiter? Ja, boah, die ist so ungeduldig. Mein Gott, die Welt stirbt schon das nicht so schnell. Das Gebiet ist oben auf dem Turm. Und lass wenn... erreichen? Ja. Dann lasst uns auf diesen Turm steigen. Und hört ihr, wie so Seelen schreien? Oder hab ich das nur bei mir gerade? Weiß ich nicht. Nee, ist im Spiel. So. Wenn man da reinläuft, dann wird man so nach einer Zeit... man so schwarzes Zeugs. Ab. So. Das sind so Lianen. Die kann... Ist so blöd, um selber zu klettern. Ist klar, wenn man... Keine Handschuhe anhat und nackte Füße, bei Dornen. Voll die Dumme. So. Muss die immer auffallen. Hierhin. Diese roten Punkte sind irgendwie, weiß nicht, Absprungpunkte, habe ich das Gefühl. Wer schreit denn hier so? Ist ja Unverschämtheit. Ich will meine Ruhe. Naja, weiterklettern. So. Weiter klettern. Höher geht's nicht und Absprung. Wuhu. Kann ich nicht irgendwie rennen, das ist schade. Ach. Das ist eh das Beste. Er kann an der Wand rennen. In der Decke rennen. Ist das nicht geil? Wer möchte das nicht? Das ist so, so ist richtig... Logisch, dieses Spiel. Darum mag ich das. Realität. Realität. Auf Befehl. Nein. Mein Fehler. So.
So muss das. Und wieder. An der Wand rennen. Wieder klettern. Die beamt sich zu mir. Klettern, klettern. Klettern. Und jetzt? Ah, okay. So. Da ist das fruchtbare Gebiet und der Jäger wartet schon auf uns. Eine Falle. Alles wird gut. Eine Falle. Hoffe ich. Ach, ich kann nicht mehr blocken. Ah, springen musste ich drücken, nicht eh. Ah, jetzt hat der volles Leben, der hat eh noch nicht viel gehabt. So. Der rennt dann immer zum fruchtbaren Gebiet. Yay, nice, warm. Man kann die leider nicht die... Nice, wieder. Ah, du kleiner Schwuchtel, Alter. So. So, nochmal BAM! Ein bisschen abziehen. So, nochmal Magie an. Ah, kleiner Spacken, Alter. So. Wieder E, wieder E, wieder E und... BAM! Es hat ihn ordentlich gezogen. Alter, hallo! So. So, nochmal. Man kann leider irgendwie keine Sprungangriffe, glaube ich, machen. Ja, yeah, ja, besiegt. Er ist aber nicht tot. Was nun? Ich bin nicht sicher. Ihr seid nicht... Draufpissen. Es macht ihn. Nein, Elena nicht. Oh mein Gott. What are you doing now? Tippe wiederholt. So, jetzt leckt es glaube ich ein bisschen, oder? Nee, geil. Und über meinen alten PC hat es immer total geleckt, wo das alles so geworden ist. Die Frame Rate geht ein bisschen runter. Diese weißen Kügelchen, die versuche ich alle zu sammeln. Und zittert die Kamera so. Was war das? Wie habt ihr... Hey. Alles klar, es ist nichts. Das sieht man deutlich. Das fruchtbare Gebiet ist rein. Ahriman kann seine Energie nicht mehr nutzen. Also bleibt er gefangen? Okay. Nein. Wir müssen die anderen fruchtbaren Gebiete heilen. Aha. Ja, ihr seid in bester Verfassung dafür. Ein Lichtkeim. Bringt mich zu einem Lichtkeim. Ja. Können die Klamotten von der nicht mal irgendwie kaputt reißen oder so? Das wäre viel besser. So, 1 von 60 haben wir. Ist doch wunderschön. Hab Dank. Braucht ihr diese Dinge? Ich hatte das Gefühl. Ich wusste nicht, was zu tun war, als wir herkamen, doch ich wusste, Ormas... Ah, die Autos draußen sind viel zu laut. Hoffentlich hat er weiter so tolle Ideen. Und lasst uns ein paar von diesen Lichtkeimen mitnehmen. Also wenn ich 60 habe, bekomme ich, glaube ich, Dings. Oh, die kann man wieder labern. Kann das verfluchte Ding zurückkommen? Wir sind sicher. Ahriman hat keinen Einfluss, nachdem wir das Gebiet geheilt haben. Also, Prinzessin. Yeah. Hört ihr auf, mich so zu nennen? Aber das seid ihr doch, oder? Eine Prinzessin. Mein Name ist Ilika.
Okay, tut mir leid. Prinzessin Elika. Ich weiß nicht, wie ihr heißt. Ich hab's euch ja auch nicht gesagt. Ja, der hat keinen Namen, sag ich doch gesagt. Was war der entfernteste Ort, den er, ich je gesehen? Er heißt Prinz. Ihr wart dort. Das Ende der Schlucht. So heißt auch der Charakter im Spiel. Mein Concept Art, Prinz. Wie ist es da? Na, in der Wüste ist man alleine. In der Wüste überlebt man. Am Meer lebt man. Obacht, Prinzessin. Wenn ihr das seht, kehrt ihr vielleicht nicht zurück. Wie ist das so, als Prinzessin? Ermüdend. Warum tragt ihr diesen Schal? Er bringt Glück. Hätte nicht gedacht, dass ihr an so etwas glaubt. Tue ich auch nicht. Aber vielleicht glaubt es an mich. Ach, wir sehen uns, wenn das Glück kommt und du irgendwie beim Klettern damit hängen bleibst. Habt ihr hier angelegt. Einfach dem Mädel hinterherlaufen, was kann schief gehen? Geheimreise, dann der Sturm, nun das. Genau. Sehe ich auch so. So. Sind hier noch irgendwo welche? Nee, okay. Dann sammle ich mehr von diesen Lichtkeilen. Ich glaube, wenn ich 60 habe, kriege ich so eine Platte. Ah, das wollte ich nicht. Ich wollte das. Nice, wollte ich auch nicht. Ach, so kann ich auch runter. Naja. So geht's natürlich auch. Ein bisschen von ihm einsammeln, das schadet keinem. Mist! Drück zu spät E. So, Jump. Na doch, jetzt braucht wieder kein E. Ja. Das ist mein schon ein bisschen. Ah, ich soll Tabulator drücken. Tabulator. Hier können wir noch nicht hin. Oh doch. Dann machen wir mal das hier. Dann kann ich noch nicht. Dann das hier. Tabulator wieder. Wo führt mich dieses Ding hin? Ach da. Ja, gut. So. Was war das denn jetzt? Los, geh runter! Licht rein! Yay. So. Hier sind auch noch ein paar. Die muss man... Ja, wenn ich die alle einsammle, ich weiß nicht, ob ich das mache. Könnt ihr ja, wenn das überhaupt jemand guckt, in die Kommentare schreiben. Nein. Ich glaube aber schon. Ich versuche es. Ups. Whoopsie. Whoopsie. Ich muss R drücken. R und jetzt rechte Maustaste. So. So, irgendwie. Ich wusste nie, wie ich den einsammeln sollte. So. Und den sammle ich auch noch kurz ein. So, und weiter. So. Hier muss ich rum. Aha, wo ist das Ding hingegangen? Na gut. Wie die Kamera, wenn das ganze Bild dunkler wird, ist auch witzig. Klettern. Eine, also die Geschichte von dem Spiel kann ich jetzt nicht sagen, dass die gut ist. Auch das ist auch nicht das beste Prince of Persia. Das ist ehrlich gesagt das Schlechteste. Ja. Aber hier die HD Trilogy auf PS3, wenn ich diese die Capture Card habe, spiele ich auch noch. Nur da die ist das
also das erste Spiel ist nicht blind, das zweite auch nicht, erst der Anfang. Nur ich persönlich komme da einfach nicht mehr weiter an dieser komischen Frau da. Die ist total stark und ich schaff die nicht. Upsi. Wollte ich nicht. Naja, ich mit euch versuche ich es dann halt. So. Weiter klettern. Das Klettern müsste ein bisschen flüssiger gehen. Das wäre ein bisschen besser. So, hier hoch. Weil gerade diese Dornen, weil man die immer so zu sich holt, geht das so langsam. Ah, hier war doch auch irgendwann mal was, oder? Nee. Ach, da ist, glaube ich, sind ein paar Lichtkeime, wenn man das geheilt hat, das Gebiet. Okay, hier rum.